Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Mini-Unpacking und einer Mini-Rezension. Ich habe nämlich hier so ein süßes kleines Päckchen zugeschickt bekommen zu einem Bilderbuch, was ich euch gleich noch vorstellen möchte. Mir wurde das vermittelt von der Meinwunder-Agentur und ich werde auch für das Video mit einer Aufwandsentschädigung honoriert. Ja, wir wollen zusammen das Päckchen jetzt einmal auspacken. Ich muss gestehen, ich habe da schon reingeluschert, weil ich ja auch an das Buch ran musste, um es zu lesen, bevor ich hier dieses Video drehe, damit ich euch auch etwas darüber erzählen kann. Aber ich dachte, ich packe es nochmal in diese tolle Umhüllung, damit ich euch zeigen kann, wie das hier bei mir ankam und was ich da alles so entdecken konnte. Ich finde das eine süße Aktion und zwar steht hier auf diesem Paket das Mucksmäuschen. Große, kleine Helden, Lese-Mal-Back-Aktion. Und das verrät ja auch schon so ein bisschen, was man in diesem Paket findet. Ja, und das Buch heißt auf jeden Fall schon mal das Mucksmäuschen, das kann ich euch verraten. Und wir öffnen mal das kleine, süße Päckchen. Und als erstes springt einen da eine kleine Maus an, und zwar eine kleine Ausstechform. Und passend dazu haben wir das Mucksmäuschen Lieblingskekse Rezept. Also kann man sofort loslegen und ausstechen. Finde ich total niedlich. Das packe ich jetzt so mal beiseite. Und dann finden wir noch zwei Sachen, die zueinander gehören. Zum einen haben wir hier die Mucksmäuschen Buntstifte und das Mucksmäuschen Malbuch. Und was ich bei dem Malbuch klasse finde, ist, dass es nicht nur Motive aus dem Buch sind, die man anmalen kann, sondern dass wir hier auch den Text vom Buch haben. Also ich glaube, sogar die komplette Geschichte kann man hier nochmal erlesen. Und wenn die Mami, die Oma oder die Tante dann dem Kind vorliest, ja, kann man gleichzeitig das selbst Angemalte begutachten. Ich glaube, das hat nochmal was viel Persönlicheres und was ja, Besonderes. Das finde ich ganz eine schöne Idee auf jeden Fall. So, und ganz zum Schluss finden wir auf jeden Fall noch das Büchlein. Wie ich euch schon gesagt habe, heißt das Buch Das Mucksmäuschen. Die Autorin ist Monika Augustin. Das Buch kostet 9,90 Euro und es ist ein Self-Publisher-Buch. Und es wurde sogar ausgezeichnet, und zwar mit dem Deutschen Self-Publishing-Preis 2019. Ja, das Buch handelt von einem Volk, und zwar von einem Tiervolk, den Mucksmäuschen. Die Mucksmäuschen leben unter der Erde und sind sehr still, sehr schüchtern, fallen sehr, sehr wenig auf. Ja, man denkt kaum an sie. Es gibt zwar dieses Sprichwort, still sein und schüchtern sein wie ein Mucksmäuschen, aber ansonsten denkt man nicht viel an dieses Volk. Und wir begleiten hier eben ein Mucksmäuschen in verschiedenen Alltagssituationen, in verschiedenen Situationen, wo er sich nicht so richtig, wo dieses Mucksmäuschen sich nicht durchsetzen kann, ob es bei der Futterbeschaffung ist oder bei einem schönen Plätzchen. Ja, irgendwie wird er gar nicht so richtig bemerkt. Und irgendwann kommt es aber zu einer dramatischen Situation, denn dem Wald droht Unheil und das einzige Tier, was den Wald retten kann, ist eben das Mucksmäuschen. Und nun muss das Mucksmäuschen Mut beweisen und ein bisschen Durchsetzungsfähigkeit und ja, muss sich eben aus seiner Schüchternheit herauswagen. Ich finde, es hat eine schöne Botschaft, dass man eben auch manchmal sich durchsetzen muss, ein bisschen Selbstvertrauen zu finden. Ich finde aber auch wichtig, und das wurde in diesem Buch auch erzählt, hätte für mich noch stärker unterstrichen werden können, dass es dennoch nicht schlimm ist, wenn man ein ruhiger oder schüchterner Mensch ist. Dass man dennoch selbstbewusst sein kann, wenn man ruhig ist. Man muss nicht immer lärmen und plärren und laut hinaus. Es gibt, solche Leute gibt es auch und das ist auch in Ordnung so, aber es gibt eben auch die Stillen. Zum Schluss wird halt gesagt, dass es die Mucksmäuschen trotzdem noch still sind, aber sie sich jetzt wissen zu wehren und sich wissen durchzusetzen und sich mal eine ja, Aufmerksamkeit zu beschaffen.
Finde ich eine tolle Idee und finde ich eine ja, wichtige Botschaft, aber eben auch, das sollte nicht vergessen werden, dass man nicht immer Aufmerksamkeit heischen muss und nicht, wie gesagt, sich völlig umkrempeln muss, sondern wenn man ein stiller Kandidat ist, dann muss man dazu auch stehen und solche Menschen sind auch tolle Menschen. Ja, das wollte ich nur noch dazu gesagt haben. Ansonsten finde ich es niedlich. Jetzt will ich euch natürlich auch nochmal zeigen, wie es von innen so aufgemacht ist. Es sind sehr starke Farben. Es ist jetzt nicht großartig künstlerisch, es ist sehr plakativ. Aber ich glaube, für die Zielgruppe ist es natürlich genau das Richtige. Es sind niedliche Tiere zu sehen. Es ist nicht zu viel zu entdecken. Also es ist eher für Jüngere. Und ich werde das jetzt nicht als mein Lieblingsbilderbuch in mein Regal stellen, was ich immer mal wieder hervorhole und mir anschaue, sondern ich werde das auf jeden Fall weitergeben mit diesen ganzen niedlichen Gaben an eine Zielgruppe, die das halt eben mehr benutzen kann. Ja, jetzt würde mich interessieren, ob ihr davon schon mal irgendetwas gehört habt. Ich habe tatsächlich gar nichts davon gehört, obwohl es eben diesen Self-Publisher-Preis erhalten hat, habe ich da vorher nichts gehört. Deswegen bin ich ganz froh, dass die Mein-Wunder-Agentur uns immer mal wieder so Bücher vorschlägt und ja, ob wir die eventuell Test lesen wollen und dann vorstellen möchten, rezensieren möchten, weil da bekommt man halt auch mal so Tipps, die man irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat und eben, dass die Mein Wunder Agentur nicht nur Mainstream-Bücher irgendwie vorstellt. Das finde ich ganz schön. Ja, was mich auch interessieren würde, wäre, wie denn die Wirkung auf die richtige Zielgruppe ist. Also wenn ihr Muttis mit Kindern seid oder Vatis mit Kindern seid, die dieses Buch vorgelesen bekommen, wie die auf dieses Buch reagieren, das würde mich auch interessieren. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr wollt. Macht's gut. Ciao, ciao.